Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Wir kochen heute wieder. Und ihr seht, ganz wenige Zutaten. Es wird ein Gericht vegan, sage ich jetzt mal. Das essen wir sehr, sehr oft. Besonders in der Auberginenzeit. Bettingen. Wir nehmen zwei Bettingen, also zwei Auberginen, zwei Basal, zweimal Zwiebel, so kleinere. Dann habe ich einige Knoblauchzehen, ich benutze immer viel Knoblauch, ein bisschen Salsa, da benutzen wir dann nur 2-3 Esslöffel davon. Ja, Zucker habe ich rein, Salz, Zucker ungefähr einen halben Teelöffel, ein Teelöffel Salz, ein Esslöffel Kusbara, ihr wisst, ich habe da ein Problem zum Übersetzen, das immer. Was ist Kusbara? Nochmal Koriander. Dann habe ich hier noch eine halbe Prise, so viel Kumin wollte ich jetzt auch nicht, Kreuzkümmel. Und wir sind auf dem Kurkuma-Trip, ein bisschen für die Gesundheit. Das war's, es geht gleich los und Wasser brauchen wir. Ja, ich zerschnippel das alles, brate erstmal die Auberginen an und dann tue ich die anbraten, dann die Zwiebeln rein und Knoblauch gut nochmal durchmischen, natürlich in Ghee. Butterschmalz und dann die Gewürze natürlich auch mit vermengen, dass sie so richtig gut angebraten sind, dass der Duft der Liebe wieder verströmt. Und wenn das alles gut gemixt ist, werden wir Wasser hinzufügen und 3 Esslöffel von dem Salsa, das gut aufkochen lassen, ungefähr 15-20 Minuten maximal oder noch nicht mal so lange. Ja, gut abschmecken nochmal und zack, ist das Essen fertig. Dazu gibt's zum Beispiel Kartoffeln oder einen guten Salat dazu. Das ist auch wieder ein Sommergericht. Ja, sehr, sehr lecker. Ich mache immer, wie gesagt, auch ein bisschen Zucker mit rein als Geschmacksverstärker. Wer Sahne hat, kann einen Schuss Sahne reintun. Das gibt nochmal den Extra-Kick. Ist sehr gesund, natürlich ohne Zucker und Sahne jetzt. Und das ganze Fett kann man weglassen. Also man kann sich das natürlich selbst so variieren. Na, ist ein typisches ägyptisches Gericht, Masa'a heißt das, ne? Auberginen in Salsa-Soße, in Tomatensoße. Ja, einmal Auberginen geschnitten, die werden jetzt gleich in den Topf geschmissen mit der heißen Samna, der Butterschmalz. So, meine Lieben, ich hoffe, man kann es sehen. Also jetzt ist Zwiebel, Knoblauch und die Auberginen alles schön gleichmäßig klein geschnitten und das tut jetzt vor sich hin brutzeln. Ne? Und schmeiß jetzt auch mal kurz die Kräuter rein, alles, zack. So, halt, sieht man's. So, einmal umrühren und dann 10 Minuten oder 5 Minuten kochen lassen, bis die Auberginen ziemlich durch sind und dann das Wasser mit der Salsa. Entschuldigung, man sieht es nicht so gut, weil mein Telefon hat das Licht natürlich wieder Akku fast leer. Ja, aber ich denke, man kann es gut sehen. Kleine Sekunde, ich mache mal so. Na, so ist besser. Ja, ich zeige euch nachher auf dem Teller das Endergebnis. Es ist auf jeden Fall, es riecht super genauso. Also dieses Butterschmalz, das ist ein Duft, sage ich euch, mit den Kräutern gemischt. Also sehr, sehr lecker. Und das Gute ist, man soll halt immer ein bisschen mehr von dem Butterschmalz reintun, weil die Aubergine, die saugt sehr, sehr, die zieht Öl, die braucht sehr viel Öl. Ägypter tun die meistens auch vorher schneiden und in die Sonne, dass sie ein bisschen antrocknen und brauchen die nicht so viel Öl. Ja, so, weiter geht's. Jetzt warte ich ein bisschen und mache schon mal meinen Salat für die Familie. Jetzt sind wir bei dem nächsten Schritt. Also wir haben jetzt, ich habe 4 Esslöffel Salsa reingetan. Normalerweise benutze ich nur die von Knorr, aber natürlich bin ich wieder ausgegangen und im Dorf gibt es die nicht so oft. Also eine andere No Name. Ich hoffe, es wird trotzdem gut. Und jetzt schütten wir ein bisschen Wasser dazu. Aywa, Bismillah. Zack. Umrühren und dann langsam köcheln lassen. Und immer wieder abschmecken, ob es in Ordnung ist. Na, man kann das auch mit frischen Tomaten machen, so ist es nicht. Also, dass man die dann wirklich entsaftet, die Tomaten, und dann eben die Haut, dass die ein bisschen weg ist. Ne? Die Frauen tun das Tomaten auch auf so einer Reibe ausdrücken, wenn du so willst. Ne? Eine Tomate nehmen und so richtig reiben, wie so eine Karotte reiben. Ne? Und dann kommt praktisch nur der Saft raus und die Haut bleibt draußen. Und da mit diesem Saft machen sie dann Salsa. Aber Leute, das ist mir viel zu aufwendig. Zack, aus der Dose Tomaten, fertig.
Ja, okay, jetzt darf's köcheln und dann probieren wir später mal. Schmeck mal ab. So, endlich aufgeladen. Hier, Licht ist da. Ihr seht, es köchelt vor sich hin. Der Trick ist aber auch, man muss eine gute Salsa, Tomatensoße haben. Die billige, die muss ich länger kochen lassen, weil die ist ein bisschen sauer und ich mache dann immer ein bisschen mehr Zucker rein als Trick. Ja, ist nicht gut, aber ja, wenn ich sie nicht von Knorr habe oder frische Tomaten und so eine billige, dann ja, schmeckt die Tomatensoße leicht säuerlich. Ja, den Ägyptern schmeckt es eh, die machen ja eh Zitrone noch mit rein. Viele. Ja, und hier ist mein Salat schon geschnippelt, der kommt jetzt in den Kühlschrank und ja, Gurkensalat, Tomaten, Zwiebeln, Dill und meine Petersilie. Nachher verfeinere ich das mit Essigöl, Salz und fertig. Ja, ihr seht, die Farbe hat sich jetzt verändert. Die ist leicht orange geworden. So, die Soße ist fertig. Ich habe sie abgeschmeckt. Sie ist milder geworden. Ich habe noch einen kleinen Schuss Zucker reingetan, dass es noch eine leichte Süße hat. Dann ja, ist dieser bittere Geschmack weg. Wenn ich jetzt eine gute Salsa-Soße habe, diese Tomatensoße, lasse ich natürlich den Zucker weg. Aber das ist so ein kleiner Trick, ja, wenn man halt, man muss sich zu helfen wissen. Na, das ist auch leicht sämig, wie ihr seht. Ja, und jetzt frisches Brot ist schon am Start. Da wird reingetunkt. Das wird in einen Suppenteller gepackt und die ganze Familie tunkt praktisch jetzt Masse A, na, von diesen Auberginen. Und dazu kann man, wie gesagt, machen die Leute Zwiebeln nebendran, Gemüse, Salat, irgendwas, Kartoffeln. Na, wir essen jetzt heute dazu nur Salat. Wie ihr seht, habe ich alles schon vorbereitet, Brot geschnitten, von der Schwiegermutter selbst gebacken. Ich muss auch mal ein Sonnenbrot-Video machen. Wie mache ich den Teig? Wie lasse ich den gehen? Ach Leute, das ist alles immer so in der Schwebe, muss ich alles machen. Salat ist angerichtet mit, ne? Aber muss man ja nicht groß zeigen, ist auf jeden Fall lecker. Die Mausi mag ihn nicht, weil da ist Dill drinne. Ja, als Kind konnte ich auch kein Dill leiden, aber ein bisschen muss ich den ja auch mal einmal im Jahr, zweimal im Jahr mache ich einen Dillsalat mit rein. Bevor die Kinder kommen oder bevor die anderen kommen, na, die Mause ist schon am Tisch, die kann es kaum abwarten. Die liebt dieses Essen. Ich wollte euch mal kurz die Konsistenz auch zeigen. Na, die Auberginen, die sind sehr weich natürlich. Also das lässt man so, kannst du sagen, eine halbe Stunde maximal köcheln, bis es diese Farbe bekommt. Und ja, wie gesagt, wir haben noch einen Salat, Mahmoud und ich, Sonnenbrot, wir trinken eigentlich immer nur aus einem Glas, aber dabei Mahmoud hat die Angewohnheit, der braucht fünf, sechs Gläser beim Essen. Und jedes Mal, wenn ich trinken will, ist das Glas leer. Deswegen ist das jetzt mein Glas. Das ist krass, dass der wegtrinkt. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das arabische Masa'a, ne? Wie sagt man sonst noch dazu? Masa'a. Auch noch, okay. Masa'a habe ich schon gehört. Oder Masa'a. Also das ist unsere Variante. Wie gesagt, wieder ein super schnelles Gericht, wenn man nicht immer, ja, Fleisch machen will oder so. Das ist auch ein Sommergericht. Kann man auch kalt essen. Schmeckt wirklich kalt, auch lecker. Ne? Auf dem Brot so als. Ne? Und wir tunken jetzt da rein. Die Mausi darf jetzt mal vorführen. Komm, nimm dir mal und tu mir mal sagen. Aber nicht lügen, wenn es nicht gut ist, sag. Okay? So. Wo bist du? Bismillah Rahman Rahim. Wie immer. Alhamdulillah, das war nämlich meine Angst. Ich habe gesagt, das schmeckt bestimmt heute nicht, weil ich die billige Salsa genommen habe. Also wie immer, Alhamdulillah. Dann kann der Baba kommen, dann schäme ich mich nicht. Okay, jetzt kannst du reinhauen. Yalla. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Masselema. Bye bye. Bye bye. Hier, wir wollten anfangen zu essen. Kommt mein Mann, macht sich einen kleinen Teller und was seht ihr da? Limon. Ah, ein Limonkern, der muss natürlich sich, der hat sich jetzt gerade eine ganze Limette reingedrückt, dass es ja bitter ist. Und ich mache mir so einen Stress, dass die Bitterkeit rausgeht. Gell, Mausi? Der Baba. Jalla, so sind die Ägypter, so sind sie. Ja? Bye bye. Schnell essen, bye bye.